Willkommen, liebe Leute, zum nächsten kleinen Horrorspiel. Und zwar Night of the Scissors, also die Nacht der Scissors, also Scheren, kann man sagen. Scissor sind ja, oder die Nacht der Schere, so. Und das ist das gleiche, wahrscheinlich der gleiche Programmierer von Cannibal Abduction. Und das war ja schon ein bisschen unheimlich. Und wir werden uns das Spiel einfach mal anschauen. Ich glaube nicht, dass ich da wieder eine Maus brauche. Gucken wir mal, wie da das Intro ist. Bin ich selbst mal gespannt hier. Aha. Ich sagte doch, das Ding ist schwer. Ich hätte es nicht alleine heben können. Ist das Einbrecher oder was? Kevin, hör auf zu weinen, du Hühnchen. Adam, scheiß auf dich, Kev. Ich bin bereit einzubrechen. Was ist der Plan? Der Plan. Das ist ein Einbrecher. Krass. Kevin, dieses Postamt ist seit Monaten verlassen und niemand hat es seitdem betreten. Es gibt jede Menge Müll, den wir verkaufen können. Mann, ich kann es kaum erwarten, etwas Geld zu verdienen und wieder an der Bon zu ziehen. Stellen Sie sicher, dass niemand in der Nähe ist, insbesondere Polizisten, während ich drin bin. Was ist das für eine Übersetzung? Stellen Sie sicher. Das sind doch Kollegen. Wieso sagt man zum Kollege Sie? Und lass den Rollladen nicht herunterfallen. Das Holzscheit sollte jedoch die Arbeit erledigen. Ja, wie ich das kenne, wird es wahrscheinlich runterkrachen. Sicher. Geh in den hinteren Teil des Gebäudes. Dort sind die guten Sachen. Fair genug. Es gibt ein paar Minuten... Was? Es wird ein paar Minuten dauern. Ich bin gleich wieder da. Ja, wer's glaubt. Um Adam zu steuern, drücken Sie WASD oder Pfeiltasten. Ja, das ist wie das andere. Wird wahrscheinlich genauso so eine Art Spiel sein. Hallo, mein Name ist Adam. Ich bin ein Einbrecher. So, gucken wir mal. Nichts Interessantes, nur ein Magazin mit einer hübschen Frau und einem Cartoon-Koffer. Nur ein normaler Getränkautomat. Eistet. Wenigstens hat er eine Taschenlampe, ne? Hier ist nichts Brauchbares. Okay. Diese alten Postfächer scheinen nichts Nützliches zu enthalten. So, dann gibt es ja nur diese Tür hier. Öffne diese Tür und interagiere mit der Umgebung, indem du auf E drückst. Ja, okay, das kennen wir ja schon. Go back. Oh oh. Eine Warnung. Schalten Sie die Taschenlampe mit die F-Taste. Mit die F-Taste, Mann. Falls Adam es eilig hat, renne nur mit L-Shift. Drücken Sie die SC-Taste, um zu pausen. Denken Sie daran, dass Sie nur pausieren können, während Adam versteckt und sicher ist. Ach du Scheiße, okay. Na toll, ey. Scheiße. War es der Metallverschluss im Eingang? Ich sollte das nachsehen. Okay, dann gehen wir mal nachsehen. Was steht hier? Na, schnell kann er schon rennen, ne? Tatsächlich, das Ding ist zu, Alter. Oh, scheiße, ey. Du klappst an den Verschluss. Niemand antwortet. Oh, toll. Go back auf jeden Fall steht hier. Geh zurück. Nur ein normaler Eistet Getränkautomat. Wahrscheinlich falsch geschrieben. Nur ein paar leere Kisten. Dieser Bildschirm ist kaputt. Vorne ist Lichtschalter. Ich sehe schon wieder diese Störung. Hier ist ein Safe. Die Kombination habe ich leider nicht.
Hier gibt es eine Menge Dateien über die Kunden. Okay. Ja, schön. Nichts Brauchbares. Ein alter verrotteter Stuhl. Gibt es hinten noch eine Tür? Tür ist verschlossen. Oh, toll. Es geht also nur in die Richtung, wo stand. Go back. Da hat der richtige O-Beine, Alter. Michael Jackson. Moonwalk. So. Ach, toll, Alter. Die Störungen kommen von hier. Fängt ja schon wieder gut an, ey. Fängt ja schon wieder gut an. Hier ist eine alte. Einen alten Becher oder so. Wo kann ich mich hier eigentlich verstecken? Gibt es hier auch Schränke oder. Oder muss ich die Taschenlampe ausmachen? Alter, wie viele Türen gibt es hier noch? Das ist ja noch komplizierter als das. Oh shit. Ich habe gerade gedacht. Sadie Meal. Ah, toll. Was? Diese Tür ist verschlossen. Ich muss den Küchenschlüssel finden. Okay. Aber interessanter wäre es mal hier erstmal. Was ist das hier? Es ist alles voller Fleisch und Blut. Ich will nicht hier sein. Wie gesagt, ich will erstmal hier einen Schrank finden oder so, wo ich mich verstecken kann. Da ist einer. Na toll, ich kann da auch nur auf das Ding da gucken. Ey. Scheiße. Das bringt mir gar nichts hier. Oh, da ist was drin. Nee, oder? War ich hier schon? Oh, okay. Dieser riesige Trümmerhaufen blockiert den Korridor. Damenklo. Es ist ein Stück Zeitungsartikel. Es ist eine Tatsache. Der Sniper ist zweifellos immer noch da draußen. Einige Durchreisende behaupten, Scherengeräusche an der U-Bahn-Station gehört zu haben. Während sie alleine waren, aber es ist nichts Ernstes passiert. Die Polizei hat erfolglos jede Ecke der U-Bahn, des U-Bahn-Systems durchsucht. Das ist gruselig. Scherengeräusche. Okay. Scherengeräusche. Kann ich auch hier rein? Ah, tatsächlich. Aber auch gruselig, ey. Also sobald ich Scheren höre, Scherengeräusche. Oh oh. Soll ich reingehen? Dann weiß ich, dass der kommt. Oh, scheiße, was ist das hier? Das ist ekelhaft, ich habe wirklich Angst. Tolle Einbrecher sind das, Alter. Ich würde wenigstens eine Waffe mitnehmen oder sowas. Ein Messer oder irgendwas in die Richtung. Ich kann mich nicht erinnern, das schon einmal gesehen zu haben. Ich glaube, ich bin nicht allein. War ich hier schon? Ja. Hier war ich schon. Und das war vorher nicht da. Okay. Oh. Trotzdem
Die Frage ist jetzt, wo muss ich lang? Da war ich drin, das war glaube ich das Klo, oder? Ah, guck mal einer an. Aber hier sehe ich nichts, Alter. Das ist also dunkel. Alter, war das Ding vorher schon da? Silhouette einer Person aus Pappe. Sieht aus wie eine Geschäftsfrau. Hurra. Sackgasse. Hier war ich auch schon in dem Raum. Ich frage mich, wie ich abspeichern kann hier. Wieder eine Silhouette. Ja. Hier ist noch eine Tür. Verschlossen. Okay. Sadie Meal. Hier brauche ich ja irgendwie einen Küchenschlüssel. Ja, toll. Rennen will ich jetzt nicht unbedingt. Was? Auf der anderen Seite ist es zu dunkel. Es sieht aus wie ein Aktenraum. Ich frage mich, wie ich die Metallstäbe entfernen kann. Ja, wahrscheinlich die Metallsäge. Okay. Hier ist wieder der Schrank. Jetzt bin ich schon wieder hier. Okay. Da war ich vorhin drin. Alter! Boah, tot, Alter. Krass. Nochmal von neu. Ah, das war mir jetzt ein bisschen zu viel Action. 12 Minuten, das reicht mir mal jetzt hier. Ich muss mal hier nochmal Revue passieren. Ja, keine Ahnung. Schlüssel, Metallsäge. Hier scheint er das Spiel abgespeichert zu haben. Wahrscheinlich speichert er automatisch ab. Ja. Alter, der war so schnell, der Typ. Gut. Werde ich es mal beenden. Das war nur eine Vorschau von dem Spiel. Und mal gucken, was ich noch so an kleinen Horrorspielen finden werde. Ich werde da mal ein bisschen gucken auf die Festplatte. Ich habe noch einiges da. Da werde ich mal von jedem eins so ein kleines Teilchen drehen, ne? Alles klar. Bis zum nächsten Teil. Ciao.